Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, das Let's Play von mir, The Firestorm LP von Assassin's Creed, weil ich kann es nicht aussprechen. Ich kann es einfach nicht aussprechen, es ist behindert. Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir haben in der letzten Folge, müssten wir in der Engelsburg gewesen sein und ein bisschen hier, genau, wir haben Katharina befreit. Katharina ist Wort eine Verbündete von unsererseits. Und ich habe mich entschieden, wieder jetzt den Animus zu verlassen und ein wenig in der Gegenwart rumzuschnüffeln. Und das machen wir auch direkt, nicht auf Beenden. Animus verlassen. Jo. Ja. Denn es gibt ja wieder, da wir Sequenz 4 gerade, quasi gerade in Sequenz 4 sind, gibt es wieder neue E-Mails, neue Gespräche, neue. Ja, das war's eigentlich. Haha! Neue Gespräche. Und neue E-Mails. Deswegen machen wir das jetzt einfach auch. Ja, ganz ruhig, mein Freund. Und ich weiß jetzt auch, wo Desmond ist zurück. diese zwei Sachen sind, die man sich holen kann. Hier noch die zwei restlichen, die mir fehlen. Ich werde jetzt erstmal die E-Mails checken. Erstmal von uns natürlich. Genau. Ich hole mir im Café in der Stadt was zu essen. Soll ich was mitbringen? Rebecca. Wochenplan, ja, okay, den lese ich nicht vor. Rebecca Crane. Können wir da noch was lesen? Woher auch immer Desmond das Passwort hat. Ich wag's gar nicht erst. Irgendwie, naja, egal. Essen. Den leckeren Passateller hätte ich gern. Danke, Sean. Bert, ich habe keine Euros. Danke im Voraus. Okay, nichts Besonderes bei den E-Mails. Ich gucke jetzt nicht alle durch. Aber wir könnten mal mit denen reden, mit den Leuten hier. Eine Idee zu der Chiffre, die Machiavelli mir gab? Ich meine, Ezio. Ohne Schlüssel nicht zu entziffern. Ein Einmalschlüssel. Was ist das? Ein Chiffre mit einem einmaligen Schlüssel. Stell dir vor, jemand nimmt von jedem Wort der Unabhängigkeitserklärung den ersten Buchstaben, um etwas zu kodieren. Ohne die Erklärung selbst ist es nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Sehr interessant. Und Sean? Gibt's auch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah ja, Kate. Katie, 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 Kitty Cat Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unters Hemd durftest. Oh, was? Was? Wir waren essen. Du warst essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten. Die Vergangenheit, ja. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Gibt's was Neues von draußen? Rebecca hat das Telefon angeschlossen. Die Templer bewachen immer noch die Grenzen und Wedek hat auch gut zu tun. Was zu tun? So wie es aussieht, bildet er Abstergo-Agenten mit Animus-Daten aus. Das heißt? Abstergo bereitet einen Frontalangriff vor. Du der einzige Assassine in Abstergos Animus-Abteilung. Wie kommst du an Daten von denen? Ein paar Passwörter klappen noch, aber ich komme nicht tief ins Netzwerk rein. Wir haben zu tun. Ja, okay. Schon mal getötet? Auch schön, dich zu sehen. Ich war mit so einem Elektronikspezi zusammen, als die Assassinen mich erstmals kontaktierten. Und? Jetzt bin ich Single.
Machst du Witze? Natürlich nicht. Glaubst du, ich würde Witze über jemanden machen, den ich getötet habe? Der Tod ist nur lustig, wenn er weit weg passiert. Ich weiß es. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Ja, Rebecca hier, die kleine die Mörderfrau hier. Die Übersetzungssoftware hast du aber nicht gepatcht. Nee, ist noch buggy. Im Italienischen nur kleine Aussätze, aber bei Französisch und Spanisch musst du aufpassen. Bin beschäftigt. Ja, ja. Immer diese nervigen Bugs. Kann man auch von anderen Spielen noch, ne? Ha, Battlefield 4. Egal. Ich geh mal raus. Wenn ich weiß jetzt ungefähr, wo die anderen beiden Teile sind, die man noch finden kann. Und dazu klettern wir einmal hier hoch. Und da ist nämlich eine Sache. Ich weiß nicht genau wo, aber die muss hier jetzt irgendwo sein. Irgendwo ist die. Ah, da war sie. Marias Federntruhe. Ja, eine Karte haben wir leider nicht. Deswegen muss ich jetzt nach Gefühl das machen. Denn ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber südwestlich ungefähr. Das, also wenn man von quasi, wenn der Eingang von Montrigioni quasi, ja, ist schwierig zu erklären. So, irgendwo hier müsste das sein. Ah, da. 5 von 5 Artefakten gefunden, Ezios Gürtel. Wusste ich doch, ich hatte es nur übersehen. Wahrscheinlich hat sie es direkt gesehen, direkt von Anfang an. Ohne jeden Zweifel habt ihr es gesehen, bestimmt. Aber, naja, ich bin halt nicht Gott, ne? Würde ich auch schlimm finden, also ich würde nicht gerne Gott sein, ohne Scheiß. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Würdet ihr gerne Gott sein, würdet ihr gerne allmächtig sein, über alle und jeden bestimmen, in Anführungszeichen natürlich, also. Ja. Man weiß ja nie, beziehungsweise es wird ja immer viel gelabert. World Preservation Site, built in 1290 in the... The Villa Auditore is one of the Tuscan countryside's most beloved landmarks, a key force in the protection of Montrigioni for hundreds of years and a source of great architectural innovation. The villa was destroyed during Pope Alexander VI's military campaign in 1500. Help us preserve our history. Entering the ruins or removing objects from the site is prohibited. Prohibited. So, ja. Ja. So. Mehr habe ich. Ja, das ist noch auf Italienisch. Das kann ich natürlich nicht vorlesen. Ja, aber haben sie schon mal recht, ne? Dass es dann zerstört wurde. 1500 kommt ja hin. Und Papst Alexander der VI. War doch, glaube ich, der VI. War ja kein keine zwei Striche neben der 5. Also, war ja der Sechste, ne? Ja. Rodrigo Borgia, würde ich mal sagen, ist der. So heißt der Papst, ja.
Wie auch immer. Wir gucken uns jetzt mal unsere Sachen an. Hier. Das habe ich natürlich schon mal geschafft, deswegen ist es jetzt nichts Besonderes. Aber wir haben jetzt alle 5 Teile gesammelt. Nämlich, ich kann ja mal gerade sagen, was wir alles gesammelt haben. Oben in der obersten Reihe haben wir die Federntruhe von Maria. Beziehungsweise Marias Federntruhe, die sie gesammelt hat, wo sie die Federn drauf drin behält, von dem guten alten Petruccio, Ezios kleinen Bruder. Daneben haben wir Katharina. Ich bin so dumm. Claudia, genau. Mir fällt der Name sehr selten ein. Claudias Buchführung. Denn sie hat ja die Geschäfte von Mario Auditoria die ganze Zeit geleitet. Geleitet, ja. Darunter in der zweiten Reihe haben wir Marios Schwert, ist das, glaube ich. Marios Schwert, das ist das Schwert von Mario. was er getragen hat bis zu seinem Tode. Und dann in der untersten Reihe haben wir dann den Medici-Umhang, den wir im zweiten Teil von Lorenzo de Medici bekommen haben, weil wir die Pazzi-Verschwörer, die auch allein für den Anschlag auf unsere Familie, auf Ezios Familie und auf den Anschlag von de Medicis Familie, von Lorenzos Familie, verantwortlich war. Und die haben natürlich zur Strecke gebracht und haben dafür dann den Medici-Umhang bekommen. Rechts daneben befindet sich Ezios Gürtel, den wir auch gerade erst gesammelt haben. Ezios Gürtel, wie gesagt, nichts Besonderes und nichts großartig Besonderes. Also, gehen wir weiter. Ja, okay. Ich würde sagen, ich habe zu tun. Da die ja nichts mehr zu sagen haben. Ich bin beschäftigt. Ja, sagt jeder, weißt du? Wir reden später. Alles klar, wir haben mit allen geredet. Das heißt, wir begeben uns in den Animus. Und ich muss erstmal einen Schluck trinken. Also, wir sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise, ich lasse jetzt einfach laufen. Ich mute mich gerade mal kurz. Es ist alles bereit. So, da bin ich auch wieder. Ja, ich war in der letzten Woche, beziehungsweise die aktuelle Woche ist es ja noch, ein wenig erkältet, Schnupfen, Husten, ein bisschen Scheiß, konnte ich nichts aufnehmen. Ich hatte Gott sei Dank ein bisschen vorproduziert etc. und habe dadurch auch ein bisschen was machen können. So, wir kommen hier wieder an. Gucken mal, ob wir was in der Kasse haben. Haben wir nichts, aber wir haben ja mit 12.009 Florin. In der Hosentasche, weißt du? Und ich frage mich jetzt, was kann man machen? Wir sind natürlich jetzt relativ nah in der Hauptmission. Wir haben Rom zu 30% wieder aufgebaut. Das ist schon ist doch schön. Das ist wirklich schön. Und wir werden erstmal den Tunneleingang hier reparieren. Und danach zur Mission gehen. Denke ich zumindest mir mal so. Und Borgia-Bahn einsammeln. 11. Jungs. Wir haben es bald. Noch 90. Nur noch 90. Ist bald geschafft. Na, oh Gott. Ich habe, als ich jetzt ein bisschen krank war, hatte ich ja viel Zeit. Brauchte halt kein Assassin's Creed aufnehmen etc. Kein Rendern. Vielleicht ein bisschen was hochladen, habe ich aber auch nicht so gut geschafft, also tut mir leid, auch deswegen entschuldige ich mich wieder. Hat leider nicht so geklappt, wie ich genau wollte und habe deswegen ein bisschen dann playen können. Und Aufnahme auf meinem PC. Wie gesagt, hatte ich ja mal ein Video zugemacht bei Tomb Raider, das ist leider nicht geklappt, weil ich, wie gesagt, einen zu schlechten PC habe, dass ich etwas spiele plus aufnehme. Ich habe jetzt, also nur spielen klappt, aber noch aufnehmen dazu, das geht dann unter die 30 Frames und das ist dann echt scheiße. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, spiele ich da jetzt schon mal ein bisschen Tomb Raider. Habe ich Tomb Raider jetzt mal durchgespielt von der Story her und ich schon gar nicht gemacht, hatte ich gar nicht gemacht. Und ich werde erstmal ein bisschen, jetzt gucke ich auch noch zu Centro. Ich werde erstmal ein bisschen
aufräumen. Bisschen was machen. Glaube ich. Gut, alles zum Zentrobereich. Meine Güte, bin ich schlecht organisiert. Oh Gott. Erstmal ein bisschen was renovieren. Und dann, ja. Wie gesagt, und ich habe ein bisschen Tomb Raider gespielt, was ganz nett war. Fand es auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe ja leider das Let's Play abbrechen müssen. Ein erstes Let's Play. Genauso wie, genauso wie unser schönes, oder mein schönes, fand ich, Let's Play von Bioshock Infinite, was drei Parts lang war, glaube ich. Maximal drei Parts. Was ich auch leider abbrechen musste, weil das ging schon mal gar nicht. Also, Tomb Raider ging gerade noch so, das hat zwischendurch mal geleckt. Aber... aber Bioshock Infinite, das brauchte dann wirklich zu viel. Und konnte deswegen das auch leider, dann musste das auch leider abbrechen. Wirklich leider, ich hätte gerne dieses Spiel schon gespielt. Aber nun ja, ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen PC für mich selber spielen, bis ich einen besseren PC habe. Ich habe immer noch keinen. Wie gesagt, ich bin ja auch noch Schüler, also ich habe jetzt nicht so die Massen an Geld. Deswegen muss man da gucken, wie man das einteilt. Ganz ruhig jetzt, Junge. Ja. Wo sind wir denn hier? In welchem ungefähren Bereich? Ich würde sagen, Kurtisanen sind hier nicht schlecht. Würde sagen, Kurtisan. Oder, Freunde? Kurtisan sind keine schlechte Wahl, würde ich sagen. Schneider. So. Hört her! Trinkt nicht das Wasser des Severe südlich des Campo Marzio. Die kürzlich ausgebrochene Syphilis wird mit dieser... Ja. Das typische Spiel mit unserem Pferd, es geht auch schon langsam auf den Sack. Aber egal. Warum auch nicht, ne? Haha. Diese Stiefel sind so grell. Warte, ich habe hier etwas davon, das besser stehen wird.